In regelmäßigen Abständen organisiert das Unternehmerbüro Barleben das Unternehmerfrühstück. Das erste Treffen in diesem Jahr fand im Innovations- und Gründerzentrum Barleben statt. Bürgermeister Frank Nase begrüßte die Gäste und der Geschäftsführer des Innovationszentrums stellte die neuesten Entwicklungen in seinem Hause vor. Gleichzeitig sprach er eine Einladung zum zweiten Automotive-Kongress aus, der am 28. Februar internationale Fachleute rund um das Thema Elektromobilität nach Barleben lockt. Unter den Gästen der Veranstaltung auch der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Magdeburg, der betonte, wie wichtig solche Netzwerkveranstaltungen sind. Die sind sehr wichtig, weil es da besonders dabei ankommt, dass die Unternehmer sich untereinander treffen, dass sie Probleme austauschen, gemeinsam Lösungen finden und sich einfach untereinander kennen und möglicherweise gute Geschäfte machen. Ja. Das bedeutet ja, dass das Kaffeetrinken hinterher wichtiger ist als die Vorträge selber. Die Vorträge selber sind sicherlich eine Inspiration, wo man darüber redet, aber das Kaffeetrinken hinterher ist genauso wichtig. Und da werden meistens die Geschäfte gemacht und das ist so gewollt und das ist gut. Ja. Im nächsten Thema ging es um Unternehmensnachfolge, denn nur 10% aller Betriebe werden innerhalb der Familie an Kinder oder Verwandte übergeben. Das Ganze ist ein vielschichtiger und zugleich problembeladener Prozess und bedarf deshalb professioneller Beratung. Was ist Ihrer Meinung nach der größte Fehler, wenn ein Unternehmen einen Nachfolger sucht? Da kann man nicht von Fehler reden. Das sind viele Aufgaben zu erledigen sind und viele Hürden einfach. Und man muss sich damit beschäftigen, man muss sich mit allem auseinandersetzen. Und die Nachfolgersuche braucht Zeit. Und das möchte ich mal hervorheben. Und das unterschätzen viele Unternehmer oder haben auch manchmal die Zeit nicht, beziehungsweise man nimmt sich die Zeit nicht. Und das möchte ich mal als wichtigsten Punkt hervorheben. Faktor Zeit ist ganz, ganz wichtig. Frühzeitig damit anzufangen, frühzeitig sich Gedanken zu machen. Und wenn man es nicht alleine kann oder nicht alleine machen möchte, sich frühzeitig Partner suchen. Letztes Thema waren die Wirtschaftsjunioren, die mit ihrer ehrenamtlichen Organisation lokal, regional, national und weltweit vernetzt Unternehmen und Führungskräften eine Heimstatt außerhalb des jeweiligen Unternehmens bieten und Gleichgesinnte suchen. Einziges Ausschlusskriterium, mit 40 kann man nur noch Förderer sein. Im Ergebnis wird sich die Gemeinde Barleben mit ihrem Unternehmerbüro an die Spitze der Bemühungen stellen, auch im Bördekreis eine Arbeitsgruppe der Wirtschaftsjunioren zu gründen.